Ich weiß nicht, ob man mich hört, weil das Wasser so laut ist. Eins muss ich sagen, manchmal habe ich Angst, dass sie ertrinkt. Taucht ein und lange Zeit sehe ich sie nicht. Und das Wasser ist ja so schnell. Und die verschwindet. Aber dann ist sie doch wieder da. Naja, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben mit der Angst und so. Aber manchmal sieht es auch so aus. Und es ist sehr schwierig zu fokussieren, weil das Wasser fließt und sie nur hin und wieder den Kopf zeigt. Und ich weiß ja auch nicht, an welcher Stelle sie wieder auftaucht. Und da suche ich sie immer wieder. Da bin ich ja darauf konzentriert. Und da kann ich natürlich nicht kommentieren. Auch im Flug ist es sehr schwer, sie zu erwischen. Dann verschwindet sie für eine Weile. Manchmal 10 Minuten, manchmal 20 Minuten. Und da denke ich, na gut, dann lasse ich das. Und dann sehe ich sie wieder. Und so entstanden auch diese Bilder. Der kurze Film. Das sind vielleicht 2 Stunden Wartezeit. Geduldig warten, bis sie wiederkommt, weil sie an einer anderen Stelle ist. Ich sehe sie auch dort, aber es ist nicht dienlich, mit der Kamera hin und her zu rennen. Und es ist ein Gelände, wo man nicht ohne weiteres bis ans Ufer rankommt. Ein ganz schöner Umweg. Dann kommt sie wieder zurück hierher und dann renne ich wie ein Verrückter mit Kamerastativ und Rucksack. Und es ist alles vereist. Und dann kann man unfreiwillig baden gehen. Man kann ganz schnell ausrutschen, wie man sieht. Es ist ja. Wir haben immer noch Winter. Es ist ja Februar 2023. Es ist nicht mehr so kalt. Es sind, glaube ich, -3 Grad.